conditions over Kansas that were very pleasant today. However, we are looking for a new front to begin to drift south and eastward. The central and eastern parts of Kansas will very probably be cloudy in the morning, and then western Kansas will begin to get increasing cloudiness by tomorrow afternoon. Today, however, very, very pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks of Garden. Fertig mit Frühstück. Wir haben uns jetzt überlegt, wir laufen von Mau zu Esgrau. Das ist zumindest der Plan. Wie das dann enden wird, weiß ich auch noch nicht. Ich passe auf, dass ich jetzt hier nicht in den Pool falle und würde sagen, mal schauen, was der Tag so bringt. Während sich die Freundin noch fertig macht, zeige ich euch mal eben, mit welchem Auto wir fahren. Mit gar keinem. Ist gerade nicht da. Doch, da hinten steht's. Ich habe mich gestern schon beim Fahren gefragt, ob die überhaupt TÜV haben hier. Weil wir waren Reifen aufpumpen. Ich glaube, da war noch 1,5 bar drauf. Das ist jetzt auch nicht so das meiste. Und fahren sind wir mit diesem kleinen Fiesta. Der hat nämlich auch schon so ein paar Schrammen. Ja. Die Spaltmaße scheinen auch nicht mehr ganz zu stimmen. Ja. Er hat auf dieser Seite Radkappen, auf der anderen nicht. Wie das Lenkrad eingestellt war, will ich euch gar nicht erzählen. Hier sind auch ein, zwei Schrammen dran. Und das Nummernschild ist auch nicht mehr so ganz das ebenste. Und ich sehe hier auch ehrlich gesagt keine TÜV-Plakette. Ich habe keine Ahnung, wie das in Spanien läuft. Das Glas ist sowas von milchig, von dem Scheinwerfer. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland durch den TÜV kommen könnte. Vor allem hier der Blinker. So, jetzt funktioniert er wieder. Und ansonsten ist es aber absolut fahrtauglich. Vielleicht bräuchte er mal 2 Liter Öl oder so. Der Karre geht es dann jetzt nach Mau. Und dann laufen wir nach Esgrau. Und gucken mal, wie wir von da aus zurückkommen. Und das ist Tag Nummer 1 in auf Menorca. Yes! Also, wenn ihr jemals in einer fremden Stadt oder in einem fremden Land mit dem Auto unterwegs seid, müsst ihr auf jeden Fall schmerzbefreit Auto fahren. Weil die fahren hier wie die Irren. Und dann macht man das halt selber auch. So läuft das halt. So, Freundin, holen noch ein paar Medikamente gegen Mückenstiche und Salben und Cremes und was ich nicht alle brauche. Und dann geht's aber wirklich weiter. Flup. Und da sind wir mitten im Nirgendwo. Hier in der Parkbucht. Keine Ahnung, ob man hier parken darf. Zumindest kommt von da kein Auto. Und von da kommt auch kein Auto. Und da hinten, da ist das Meer. Jetzt gucken wir mal, wie das hier ist. Also, vorhin ruft gerade die Hotelbesitzerin an, ob man sich hier einfach so hinstellen darf. Aber ich glaube schon. Ist ja nicht viel los hier auf der Insel. Boah, das Wetter ist geil. Ja, ansonsten folgt uns mal ein bisschen. So, angekommen in Esgrau. Ein bisschen verlaufen unterwegs, deswegen sind wir ein bisschen die Hauptstraße entlang. Aber ist nicht schlimm, jetzt sind wir da. Und jetzt erstmal was essen. So, liebe Freunde, eigentlich wollten wir was essen. Und da wir kein Geld mehr ausgeben wollten, hatten wir die Hotelbesitzerin gefragt, ob sie uns vielleicht eine Paella kochen könnte. Und sie meinte nein. Sie ist irgendwie heute unterwegs mit ihrem mit einem Freund. Und da heute auch
Feiertag ist hier in Spanien, ich weiß gar nicht was, steht nur Nationalfeiertag, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die Läden alle zu, konnten sie uns auch nichts einkaufen, aber sie hatten noch eine Tortilla gefunden, die wir uns jetzt warm machen können. Ja, ein Baguette konnten sie auch noch kaufen an der Tankstelle und jetzt essen wir erstmal das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim Sightseeing. Wir essen jetzt erstmal was. Haut rein, bis dahin, ciao!